Ja, wir haben jetzt mal das Privileg, genau dort hinzukommen, wo unsere Kommentatoren sind, dort, wo die besten Plätze sind. Und der beste Platz ist jetzt tatsächlich so, weil da ist der Präsident vom EHC Kloten, der Hans-Uli Lehmann. Guten Abend, danke, dass wir das Gespräch miteinander führen dürfen. Herr Lehmann, es ist klar, ich muss Sie fragen, wie ist es, Swiss League zu schauen? Guten Abend zuerst, danke vielmals, dass ich kommen darf. Es ist gleich gut wie National League, wenn man gönnt. Aber leider haben wir in letzter Zeit auch zu viel verloren und dann ist es gleich deprimierend. Aber letztendlich ist ja der Hockey da zum Unterhalten. Und wenn man einen guten Match in der Swiss League sieht, ist das mindestens so spannend. Das freut uns sehr, weil wir wollen die Swiss League genauso schön promoten, vielleicht sogar noch ein Spürchen näher dran sein, als in der National League das möglich ist. Und es ist natürlich so, Sie haben ja letztes Jahr schon gesagt, wenn nötig, gehen wir den Weg eben auch über die Swiss League. Und jetzt stehen Sie da. Ja, jetzt stehen wir da und wenn du das Beste machen leider sind wir nicht dort, wo wir gerne würden stehen. Die 6 Matches, die wir verloren haben, die tun weh, die tun auch mir weh. Da haben wir viel Arbeit vor uns. Jetzt haben wir natürlich ein kurzfristiges Hoch gehabt, indem wir den Cup gegen Biel gewonnen haben. Und da sieht man, es ist alles möglich. Selbst die sogenannte Loser-Mannschaft im Moment in der Swiss League schafft es, die National League Leader-Mannschaft zu schlagen. Also im Eishockey ist halt alles möglich. Und wenn Sie schon ansprechen, das Spiel im Cup gegen Biel, wo dann nach einem 0-3 noch gewonnen worden ist, Hand aufs Herz. Sie haben schon wieder angefangen zu träumen davon, wie es wäre, zurück zu sein, dort, wo eben auch der EHC Biel spielt. Selbstverständlich. Ich habe das am Tag nach dem Abstieg gesagt, wir wollen runterkehren. Vielleicht ist das ein bisschen vermessen, aber das ist unser Ziel. Wir wollen runterkehren, wir wollen wieder in die National League, ganz klar. Es ist ja interessant, dass Sie es selber sagen. Vielleicht ist es ein bisschen vermessen. Warum sagen Sie denn das? Ja, ich bin auch nicht so lange im Geschäft, aber ich will gewinnen letztendlich. Und wenn ich mir dann einmal die Experten anhöre, oder die sogenannten Experten, die sagen mir immer, ja weißt, da geht das Jahr 2 oder 3, bis du wieder, bis wieder Ruhe kannst. Andere Mannschaften haben das auch erleben. Nein, ich will nicht das Gleiche erleben wie andere Mannschaften, wir wollen gerade wieder Ruhe. Eben, also ich bin froh, dass Sie ein Mann sind von den klaren, deutlichen Worten, nicht um den heißen Brei herumreden. Und so ecken Sie natürlich auch an. Weil ich verstehe schon, dass es Leute gibt, die Ihnen werden sagen, Moment, Hans-Uli, Langnau hat 2 Jahre gebraucht, der Rappi hat 3 Jahre gebraucht, Biel und Lausanne noch viel länger. Das ist doch kein Argument. Wir brauchen 1 Jahr und wollen wieder rauf. Ich weiss, die aktuelle Situation sieht ein bisschen anders aus. Aber nichtsdestotrotz, wir rechnen ab, Ende Saison, und wir geben alles. Was gibt Ihnen in dem Fall die Zuversicht, dass es Ihnen sollte gelingen, das sollte gelingen, was Langnau nicht geschafft hat, die Lakers nicht geschafft haben, obwohl es gab von Anfang an ein Top-Team können aufbauen? Daran zu glauben. Nur eins. Eine Zuversicht, daran zu glauben, jeden Tag zu arbeiten. Und einfach das dazu beizutragen, dass im Umfeld, im Coaching-Team, in der Geschäftsstelle eine gute Stimmung ist, dass das sich die Mannschaft überträgt und am Schluss auf die Leistung kann bringen, dass wir wieder aufsteigen können. Wir sind aber uns schon einig. Also nur der Glauben und gute Stimmung langen dann noch nicht zum Wiederaufsteigen in der National League? Nein, leider nicht. Die Resultate zählen letztendlich. Und die gebe ich Ihnen recht. Die sind noch nicht dort, wo sie sein. Aber wenn wir nicht das Ziel hätten, dann müssten wir gar nicht auf den Platz gehen. Dann könnten wir sagen, gut, lassen wir die Swiss League durchgehen und bleiben in dieser Swiss League. Nein, wir wollen in Ruhe. Aber Sie können schon auch verstehen, dass es jetzt Kritiker gibt, die Ihnen natürlich in Hochmut auch unterjubeln, oder? Nach 6 Niederlagen hintereinander in der Liga. Ja, wie es Kritiker gibt es immer. Und die wird, wenn sie gewinnen, wenn sie verlieren, die gibt es immer. Und mit denen müssen sie leben. Immer hat mal gehört, der Präsident ist wie ein Laternenpfahl, oben muss er leuchten, ohne Schiffe, dann alles beiherren. Sie haben auch gesagt, der Sport sei ein Monkey-Business, oder? Können Sie für mich in Deutsch fassen, was das für Sie heisst? Wie erleben Sie denn als Präsident? Wie undankbar erleben Sie das Umfeld von einem Präsidenten in dem Fall? Nein, es ist nicht undankbar. Es ist einfach, wenn es nicht läuft, ist der Präsident schuld und wenn es läuft, sind alle anderen schuld. Das haben wir gemeint, das sagt der Trainer, nicht der Präsident? Nein, das gehört ein bisschen dazu. Das ist ja richtig, das muss man wissen, wenn man da Ja sagt, dann muss man sich dem bewusst sein, dass es halt auch mal schief gehen kann und dann muss man Verantwortung übernehmen. Also ich habe relativ breite Schultern, ich kann mit dem leben. Das müssen Sie doch auch haben, weil ich bin sicher, viele haben Ihnen auch den Sparkurs vorgeworfen, auch dass Sie gesagt haben, dann gehen wir halt den Weg über die Swiss League jetzt, wo man abgestiegen ist. Also die Kritik wird kommen, ja Sie.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Und mit dieser Kritik muss man lernen umgehen. Wir sind jetzt in der Swiss League und machen das Beste daraus. Wir geben jeden Tag alles. Und die Jungs haben ja bewiesen, eben gerade am letzten Sonntag haben wir bewiesen, man kann erfolgreich sein, wenn man will. Aber ich will auf Sie persönlich raus. Wie gehen Sie durch die Arena? Wie ist es für Sie? Wie viele kritische Stimmen kommen Ihnen gegenüber? Ja, relativ wenig. Wissen Sie, Kritiker sind selten aufrecht genug, dass sie Auge zu Auge Kritik auch weitergeben. Das ist meistens so hinter dem Rücken oder über eine Drittstelle. Nein, ich komme sehr, sehr viel Zuspruch über. Die kommt man rüber und das tut einem gut. Trotzdem, wie lange haben Sie noch Lust auf das Amt? Ich habe immer gesagt, ich mache es 2-3 Jahre. Ich bin nicht ein Eishockeyaner. Ich habe Freude am Sport generell, am Eishockey auch, selbstverständlich. Aber ich bin nicht einer, der eine Lebensstelle gesucht hat als Präsident des Eishockey Club. Wie lange sind Sie noch Präsident von EHC Kloten in dem Fall? Im Moment bin ich Präsident von EHC Kloten. Wie lange noch? Ich weiß es nicht. Das Jahr 19 haben Sie mal rausgegeben. Wie konkret ist das? Ja, das sagen wir Ihnen, wenn wir so weit sind. Wie konkret ist in dem Fall die Nachfolgeregelung? Wie näher ist man an einer Lösung? Das kann ich Ihnen im Moment noch nicht sagen, aber wir sind relativ weit. Was heisst das? Was wünschen Sie sich? Wenn Sie mir jetzt nicht verraten wollen, wer das übernimmt, was wünschen Sie sich als Nachfolger von Ihnen für den EHC Kloten? Ich habe keinen Wunsch. Ich habe den Wunsch, dass es weitergeht mit dem EHC Kloten, und zwar in geordneten Bahnen, in finanziell gesunden Verhältnissen und auch mit einem vernünftigen Budget. Und für das stehe ich gerade. Ich will den Club jemandem übergeben können, wo alles in der Ordnung ist, auch die Finanzen. Wissen Sie, was erleben? Die Swiss League, das haben wir jetzt gespürt, steht für offene Worte, für ziemlich geradeaus. Und Sie sind ein Paradebeispiel dafür, das wissen wir sehr zu schätzen. Danke Ihnen vielmals für die offenen Worte. Sehr gerne geschehen, danke. Das ist